الرحمن الرحيم. Also man könnte am besten wie folgt zwischen den Hadithen vereinen. Erstens, der erste Weg, das nennt sich Al-Maslak. Der erste Weg ist, dass wir sagen, das Berühren des Geschlechtsteils macht die Gebetswaschung ungültig, wenn man das Geschlechtsteil, ohne dass etwas dazwischen ist, berührt. Sollte jedoch etwas dazwischen sein, indem man zum Beispiel Kleidung anhat, macht es die Gebetswaschung nicht ungültig. Was diese Ansicht stärkt, ist die Meinung des Überlieferers oder die Ansicht des Überlieferers, der auch sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, der Mann berührt sein Geschlechtsteil im Gebet. Und dann sagte der Prophet, es ist ein Teil von dir, es macht dein Gebet nicht ungültig. Daraus verstehen wir, weil er sagte im Gebet. Und im Gebet kommt es nicht dazu, dass man sein Geschlechtsteil, ohne dass etwas dazwischen ist, berührt. Also hat man im Gebet, laut diesem Hadith, wo der Prophet sagte, nein, es macht dein Gebet, deine Gebetswaschung nicht ungültig, das ist darauf bezogen, wenn etwas dazwischen ist, wenn du etwas anhast. Das ist der erste Maslak, der erste Weg. Also wir sagen, damit ist gemeint, wenn das Geschlechtsteil berührt wird, ohne dass etwas dazwischen ist, dann ist die Gebetswaschung ungültig. Aber sollte etwas dazwischen sein, in Form von Kleidung, dann macht dies die Gebetswaschung nicht ungültig. Der zweite Maslak, der zweite Weg ist, es wurde gesagt, die Gelehrten sagten, oder manche Gelehrten sagten, wenn man es mit Lust und Begierde berührt, macht es die Gebetswaschung ungültig. Aber sollte das Berühren nicht durch Lust und Begierde zustande kommen, dann macht es die Gebetswaschung nicht ungültig. Na, und manche Gelehrten, wie zum Beispiel Abdullah al-Bassam, sagten, letztere Ansicht scheint stark zu sein, da das Geschlechtsteil ein Teil der Person ist und bloßes Berühren macht die Gebetswaschung nicht ungültig. Und das, was die Gebetswaschung ungültig macht, ist das, was aus den Geschlechtsteilen austritt. Sollte das Berühren jedoch nur mit Lust oder Begierde zustande kommen, dann ist davon auszugehen, dass Al-Mawi austritt. Und das macht dann natürlich die Gebetswaschung ungültig. Bye.